Ich möchte nun einmal zeigen, wie man die Standardfarben von den Formen ändert. Wenn ich hier ein Rechteck zeichne, dann ist das immer mit blauer Linie und blauem Füllinhalt. Und wenn ich jetzt auch rechtsklicke, kann ich die Formatvorlage bearbeiten. Und da kann ich jetzt unterschiedliche Sachen einstellen. Hier einmal die Linienfarbe als schwarz und dann die Farbe einmal auf weiß. Das setze ich auf Standard. Ups, auf weiß, genau, und hier Linie schwarz, dann gehe ich auf OK und jetzt habe ich den Standard bearbeitet und jetzt möchte ich das auch zukünftig für alle Objekte haben, deswegen muss ich das als Dokumentenvorlage speichern. Zunächst einmal lösche ich das hier, sonst würde das in der nächsten Dokumentenvorlage auch vorkommen, dieses Rechteck, und dann gehe ich auf Datei, Dokumentenvorlage, als Dokumentenvorlage speichern und das nenne ich dann mal weiße Objekte und pack das in Draw, lege das jetzt als Standard fest, das heißt alle Draw Dokumente, die ich öffne, werden jetzt immer mit diesen Voreinstellungen geöffnet. Das speichere ich jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Draw-Dokument öffne, dann kann ich zeichnen und das ist gleich weiß, weil das die Vorlage von eben ist. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.